Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance from the Ashes, hier bei Heisenberg Zockt. Ja, Nachtigall. Wir haben eine gefangen sozusagen, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir die irgendwie zurückbringen können. Wir waren glaube ich gestern hier im Badehaus und haben uns wieder herstellen lassen, das heißt wir bräuchten mal Kollege Pferd und so weiter. Jetzt, ich habe ja gestern erklärt, warum wir die Quest eben nicht fertig machen können. Also wir können nicht warten, bis wir die drei Nachtigallen haben. Weil, das kostet uns Geld. Wenn man das mit diesem DLC zusammen macht, wird es schwierig. Wenn man 300 Gulden pro Tag bezahlen muss, dann kann man das tatsächlich irgendwie nicht wirklich so machen, wie das angedacht war. Sind wir hier richtig? Ich muss mal schnell gucken. Ja, hier sind wir definitiv richtig. Mal gucken, ob er uns für die eine Nachtigall einfach einen Trickel gibt oder ob er uns gleich irgendwie angreift. Weil er nicht zufrieden ist. Wir werden es gleich wissen. Wer ist da? Wir sind da. Gott sei mit dir. Ja, mit dir doch auch. So, nee, lass uns handeln. Ach, okay, dann nützt uns... Ja, dann nützt uns diese eine Nachtigall überhaupt nichts. Was? Versuch bitte, ihn zu finden. Wen? Was hast du denn jetzt für ein Problem? Ja, ist ja egal. Jetzt haben wir eine Nachtigall an Bord. Wisst ihr was, wir deponieren die mal hier. Weil eben, wir können die Quest ja eh nicht fertig machen, von daher... Leer, okay. Wo haben wir denn... Das volle Teil... Ist das nicht hier? Ah, bei Questgegenstände. Moment. Ah, da, Vogelfalle. Das müsste das Teil sein. Kann ich das nicht fallen lassen? Was ist denn das? Moment. Tatsächlich, kann ich nicht fallen lassen. Ist halt Teil dieser einen Quest, ist ganz klar. Steht da von wegen, dass wir eine haben? Jawohl, eine haben wir. Okay. Aber, ja. Oh, da fliegen sie davon. Ja, wir können da nicht weitermachen. Es geht nicht. Falle aufgestellt, Aufgabe begonnen. Ach, wie süß. Okay, ich glaube aber nicht, dass wir hier, zu Nachtigallen kommen. Wir waschen mal die Rübe. Ach, haben wir schon. Wir waren ja im Badehaus. Genau. Gut, das hätten wir in dem Sinne, weil eben, wir haben die Zeit nicht. Was wir aber haben, das ist ein kleiner Plan. Nämlich, ich habe im Internet mal geguckt, welche Gebäude machen am ehesten Sinn, dass man die zu Beginn baut. Jetzt muss ich mal schnell gucken, was haben wir an Geld? 4,3, das würde sogar reichen. Denn das nächste, was wir bauen, das ist eine Bäckerei. Die kostet 4.200 Groschen. Und generiert aber 250 Groschen Einnahmen. Also das ist ein relativ gutes Verhältnis. Und zusammen mit den Bienenstöcken, die wir gebaut haben, ist das sogar ein sehr gutes Verhältnis. Jetzt, aber wenn wir jetzt 4,3 haben und 4,2 ausgeben, das kann es irgendwie nicht sein. Denn dann haben wir noch 100 Groschen und müssen am Tag 300 bezahlen. Das heißt, da wären wir relativ schnell pleite. Das können wir nicht machen. Wir machen das anders. Ich weiß zwar nicht, im Prinzip in der Kiste drin haben wir ja auch noch was da oben in Ribis Dingens. Vielleicht mal zurückdüsen. Ich sehe das natürlich hier nicht, oder? Moment, ich guck mal schnell. Wir sind in Ledetschko, okay. Von der Strecke her wäre das nach Pribislavitz doch ein ordentliches Stückchen. Zurück nach Thalenberg. Nach Rathai wäre es schneller. Das mache ich jetzt mal schnell. Mal gucken, ob wir eben wieder handeln können. Weil, ja, dann hätten wir nochmal ein bisschen Geld. Was wir auch machen können, das ist natürlich auf Schatzsuche gehen, ganz klar. Ich weiß, da stand öfters in den Kommentaren, mal Schatzkarten kaufen. Aber das Problem, was wir derzeit haben, ist ja eben nicht, dass wir nichts verkaufen könnten und erst Sachen finden müssen oder klauen müssen, sondern wir haben vollen Inventar. Wir haben ein Pferd voll mit Sachen, wir haben da noch eine Kiste mit Sachen drin. Das Problem ist, dass die Händler immer kein Geld haben, die ganze Zeit. Immer nur wieder ein bisschen. Wie sieht's bei dir aus? Gott sei Dank. Mal gucken. Gestohlene Ware. Ich habe hier Ding. Er hat ein Vermögen. Okay, da könnten wir ihm vielleicht irgendwie eine linke Socke oder so, könnten wir mal andrehen. Vielmehr nicht. Jetzt gehe ich aber nochmal kurz zu Wojciech. Und eben, ich weiß, es gibt einen dritten Müller, also so einen Hehler. Ja. Hier auf der Karte, das ist in Sasau. Da haben wir auch einen, ich glaube, der heißt Simon, kann das sein? Ja. Der würde auch gestohlene Sachen kaufen. Das Problem, was wir in Sasau haben, ist, dass uns da keiner mehr leiden kann. Weil wir ja aus dem Kloster geflohen sind. Und dann noch den einen weggemeuchelt haben. Also da müssen wir erst dafür sorgen, dass der Ruf wieder in Ordnung kommt. Und ich weiß nicht, ja, ob sich das in dem Sinn lohnt, weil da müssen wir bezahlen dafür. Wir könnten ja mal gucken, dass wir zu diesem Simon gehen und ihn sozusagen bestechen und dann wird er mit uns wieder Geschäfte machen. Die Frage ist, wie lang? Wird er nicht wieder irgendwie grummelig, weil wir da sonst nichts machen? Ich weiß es einfach nicht. Müsste man testen. Und ja, wenn uns natürlich hier die Sachen ausgehen, also sprich eben, wir haben dann irgendwie nichts mehr zum Verkaufen. Ja, dann werden wir uns eine Schatzkarte gönnen und dann gehen wir mal gemeinsam auf wilde Schatzsuche. Das kann lustig werden, denn mein Pfadfindergehen ist natürlich genau dafür, ja, prädestiniert Schätze zu suchen. Ich werde mich wahrscheinlich fürchterlich verlaufen und dann von den Kumanen erschlagen werden, haben, tun. So, wo ist hier der
Kollege, hier vorne irgendwo. Das ist aber schon halt ein sehr schöner Weg. Da gefällt mir extrem gut. Hier mit dem Pferd langreiten. Das könnte man auch abseits einer Quest einfach mal ab und an machen. Einfach, weil es schön ist. So. Ich weiß jetzt halt nicht, ob Voici, ich nenne den jetzt mal Voici. Huch, was war das? Ob der schon wieder Geld hat. Wahrscheinlich nein. Wir werden es gleich wissen. So. Hallöchen, Kollege. Na, nicht stehlen. Ach. Was ist denn jetzt los? Warum kann ich mit dir nicht reden? Da, weil er daneben sitzt. Ich hab den Falschen erwischt. Gestohlene Ware. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern... Aha. Er hat gar nichts mehr. Okay, wir könnten ihn aber mal schnell fragen, ob er nicht einen Job hat für uns, damit wir noch ein bisschen Geld verdienen. In der Zeit geht ja die Zeit dann eben auch wieder rum. Für mich? Oh ja, du kommst gerade recht. Ich könnte ein Pferd gebrauchen. Und da ich es für mich selbst will, muss es ein kräftiger Hengst aus den Ställen von Merhoyet sein. Das wird kein Zuckerschlecken. Ich weiß. Darum zahle ich auch gut. Okay, Pferdchen klauen. Manuel. Ich besorge dir dein Pferd, aber wehe, es lohnt sich nicht für mich. Keine Bange. Aber komm ja nicht mit einem klapprigen Gaul an. Gott sei mit dir. Okay, ja, das werden wir machen. Haben wir Hunger? Das könnte man natürlich auch gleich mal noch gucken. Nee. 97, wir haben keinen Hunger. Wir haben alles andere. Wir haben wahrscheinlich sogar einen dicken Bauch. Also, dann gehen wir mal ohne Pferdchen darauf. Merhoyet. Merhoyet, das ist hier, da haben wir die Schnellreise. Einmal dahin düsen. Gerne mit Überfall, auch wenn es halt nichts bringt. Man bleibt wenigstens in Form. Weil eben die paar Kröten, die jeweils diese Banditen dabei haben. Also dafür muss man eigentlich nicht unbedingt kämpfen. Aber es hilft halt, dass man das Kämpfen nicht ganz verlernt. Denn das kann natürlich schon sein, dass wir das ab und an dann auch mal noch brauchen werden. So, wir düsen im Sauseschritt. Und da oben haben wir es schon. Und jetzt müssen wir gucken, wo sind hier die Stallungen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wir gucken gleich nochmal. Dann werden wir jetzt hier ein Pferdchen klauen. Sehe ich das richtig? Questlog. Wo haben wir das? Will ich dich jetzt treiben? Diebisch da. Diebischer Müller. Still ein Pferd. Hier oben. Tatsächlich klauen. Okay, was haben wir da für einen Text? Von wegen müssen wir irgendwie ein Pferd haben, das bestimmte... Moment. Sachen erfordert. Also, dass irgendwie geskillt ist oder ist das vielleicht sogar markiert? Wir gucken mal. Also, hier sind wir ja sowas von richtig. Das war mal eine coole Schnellreise. Einfach genau dahin, wo wir hin müssen. So, Aufgabe begonnen. Da haben wir doch Pferde. Und wie sehe ich jetzt, ob das irgendwelche Möhren sind oder ob das gute Pferde sind? Das Pferd ansehen. Mein Pferd. Okay. Oh, das ist ja... Oh, anderes Pferd. Das ist ja fast noch besser als unseres. Aber wir behalten natürlich Burak. Das ist kein Ding. Aber dieses andere Pferd, ich würde sagen, das Teil hier, das nehmen wir glatt mal mit. Aufsitzen und stehlen. Okay, mal gucken, ob das so easy geht oder ob wir nicht gleich irgendwie Ärger bekommen. Wir reiten hier mal querfeld ein. Oh, ja, ja, doch, doch. Zack, das kann sein, dass wir jetzt hier natürlich unseren Ruf auch weg haben. Wir nehmen mal die Autobahn. Das bringt uns, glaube ich, schneller weiter. Aber da können wir eigentlich mit Schnellreise auch noch in die Gegend fahren, fliegen. Ich dachte nur gerade, nee, wir haben keine Schwerter oben. Das heißt, wir werden in dem Sinn nicht verfolgt. Also offensichtlich hat das relativ gut geklappt. Das kann natürlich sein, dass sie uns erkannt haben. Und dann wäre jetzt unser Ruf hier wahrscheinlich auch ruiniert. Aber ja, wie heißt so schön, ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Das gilt wahrscheinlich für das Mittelalter ebenso wie für heute. So, hallo Kollege. Ich werde gleich mal schnell gucken. So, ich wollte einfach noch ein bisschen weg von da. Wir müssen zurück nach, beziehungsweise wir müssen irgendwo hier hin. Das heißt, mit Schnellreise. Ich weiß gar nicht, ob wir schnell reisen können mit geklautem Pferd. Oh, nee, können wir nicht. Nee, da müssen wir reiten. Wisst ihr warum? Wenn wir jetzt Schnellreise machen, dann kommen wir, wenn ich mich richtig erinnere, ohne Pferd beim Endpunkt an. Das heißt, das Pferd wäre weg. Also wir müssen tatsächlich mit diesem Pferd, glaube ich zumindest, zurückreiten. Und das sozusagen dann dort abgeben. Ich habe jetzt natürlich keinen Plan, wo ich gerade hinreite. Da habt ihr absolut recht. Ist ja fast schon gefährlich. Aber ich glaube, plus minus müsste stimmen. Und sonst haben wir hier jetzt einfach nochmal einen schönen Ausritt. Hallöchen, Kuh. Entschuldigung, ich wollte eigentlich ausweichen. Aber irgendwie Burak. Jetzt hängen wir an der Kuh fest. Was es nicht alles gibt. So, Moment. Guck nochmal wegen der Ausrichtung. Samopesh. Ja, plus minus stimmt. Ich denke, wir könnten hier mal
noch eine Markierung setzen. So. Sieht cool aus hier. Was macht Burak? Wir müssen in Richtung Flagge. Das heißt, wir müssen hier eher außen rum. Halt gucken, wo es lang geht. Entweder finden wir eine Straße oder sonst geht es halt doch querfeldein. Jetzt habe ich gerade noch einen Kommentar gelesen, der für sich genommen absolut stimmt. Eben, dass dieses DLC halt, wenn das daraus besteht, dass man was baut und dann wieder zurück zu Wojciech geht oder zu Pesci und die Sachen verkauft, damit man Geld hat und wieder was baut, dass das ein bisschen wenig ist. Ja, aber ich muss sagen, das DLC ist halt relativ cool gemacht dahingehend. Es zwingt einen eigentlich die ganzen DLCs, die man während dem normalen Spielbetrieb nicht gemacht hat, nachzuholen. Das finde ich ist relativ clever gemacht und es bringt einen einfach auch zurück ins Spiel. Es macht in dem Sinn wieder Sinn, dass wir das jetzt so machen, wie wir es gerade machen. Wenn das Spiel halt durch ist, ist es durch. Also man kann dann in der Welt ja immer noch rumreisen, die Quests machen. Aber irgendwie, wenn man das Spiel abgeschlossen hat, ja, dann ist das Spiel halt irgendwie durch. Also ganz einfach. Und jetzt mit diesem DLC hat man sozusagen ein bisschen eine Ausrede, warum man eben jetzt nochmal in diese Welt zurückkehrt. Ich glaube, die Sonne geht auch gerade unter. Das ist von daher gut, dass wir dann eben wieder zu den Müllern zurück können und da wieder Sachen verkaufen können. So, mal gucken, was es für das Pferd gibt. Also das müssten schon ein paar Tausend sein. Alles andere fände ich enttäuschend. Und ja, diese paar Tausend, die können wir natürlich relativ gut gebrauchen. Oh, das war wieder ein Fluss, der heimtückisch in der Landschaft hängt. Hallo Burak. Ja, sehr gut. Oh, Rehe. Ne, aber hier machen wir keinen Sprung. Das könnte damit enden, dass es schlecht endet. Sondern wir düsen hier lang. Jetzt sollten wir, glaube ich, die Hälfte der Strecke sollten wir schon mal haben. Kann das sein? Ach, wie schön. Ich habe es vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir ja auch. Stand öfters in den Kommentaren drin. Och, jetzt um 17, nee, um 19 Uhr war es jeweils. Kein Heinrich mehr. Das kann doch nicht sein. Ja, jetzt ist er wieder da. Hurra, hurra. Deswegen danke für dieses DLC. Ich genieße es tatsächlich. So, ich muss mal kurz in Richtung Map. Ja, allzu weit ist es nicht mehr. Wir müssen dann irgendwann hier rechts runter. Können wir jetzt eigentlich schon machen. Mal gucken, ob das schon Sinn macht. Deswegen gleich nochmal kurz zurück. Ja, ist ein bisschen zu früh gewesen. Okay, wir drehen wieder. Zum Glück habe ich nochmal geguckt, sonst wären wir jetzt hier runtergeritten. Ja, aber im Endeffekt ist es egal, weil man würde auch auf diesem Pfad wahrscheinlich in Richtung Wojciech kommen. Mal gucken, ob wir bei Wojciech vielleicht sogar noch kurz schlafen können. Oh, ja, die lassen wir mal aus. Das sind mir zu viele. Weil das ist zu gefährlich. Wenn wir hier sterben, ist das Pferd natürlich wieder weg. Das ist jetzt tatsächlich ein Ritt, den wir machen müssen. Relativ, ja, wie soll ich sagen, besorgt nicht, aber relativ sorgsam mit diesem Pferd einfach umgehen. Da oben sieht man, wir haben noch die Schwerter. Das heißt, wir wären eigentlich im Kampf. Ist von daher egal, weil wir die Schnellreise eh nicht machen können, weil wir sonst den Zossen verlieren. Deswegen können wir hier einfach mal schön weiterreiten. Also, ja, jetzt ist eh wieder weg. Ich wollte gerade sagen, die kommen doch unserem Pferd nicht hinterher. Das ist so ein gutes Pferdchen hier, Kollege Burak. Das funktioniert doch. So, stimmt denn das, was ich hier zusammenreite? Ja, jetzt müssen wir aber irgendwie dann doch zack in die Richtung. Wir düsen mal hier querfeldein. Mal gucken, ob der Kollege Wojciech dann nicht eh schon schläft. Aber das wäre egal, dann schlafen wir eben auch. So, hier in die Richtung. Und wieder ein bisschen in diese. Da haben wir lauter Straßen. Können wir aber, glaube ich, getrost ignorieren. Wir müssen hier irgendwie in Richtung Wald hier unten. Und dann müsste da hinten ja dann irgendwie oder hier unten irgendwo diese Mühle sein. So. Schön, sie zwingen einen halt tatsächlich auch noch ein bisschen dazu, hier nochmal die Landschaft zu erkunden. Oh, nein, jetzt bin ich runtergefallen. Wo ist das Pferd? Nicht abhauen, Kollege. Nein, 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 nein. Nicht, dass wir jetzt... Oh, wie brav das Pferd hier wartet. Das ist doch nett. So, gleich nochmal rauf. Das wäre jetzt ganz behämmert gewesen, wenn jetzt irgendwie eben die Quest sozusagen kaputt gewesen wäre, weil das Pferd sich auflöst, wegspawnt. Das wäre natürlich theoretisch alles möglich. Dass das so gemacht ist, dass man hier halt tatsächlich auf dem Pferdchen sitzen muss und sonst funktioniert das Ganze nicht. So, hier unten müsste doch halbwegs irgendwie das Ganze gar nicht so schlecht sein. Wenn wir jetzt mal gucken, Map, einmal in die andere Richtung und dann sind wir eigentlich eh da unten. So, Vollgas. Okay. Und ich würde mal sagen, also mit dem Pferd müsst ihr eigentlich soweit zufrieden sein. Also von den Skills her eben, das Pferd ist eigentlich besser als unser Burak. Von daher... Ja,
kann er, glaube ich, nicht reklamieren. Ja, beschütze dich ebenso. Wo ist hier der Herr Müller? Ich glaube, das ist tatsächlich schon sein Häuschen. So, und wie bringen wir ihm jetzt das Pferd? Einmal in die Wohnung rein oder reicht es, wenn wir das hier parkieren? Hier hinstellen. Wir stellen mal. Wahrscheinlich müssen wir jetzt... Ah, nee, wir haben es tatsächlich geschafft. Okay, dann werden wir jetzt mit ihm wahrscheinlich reden müssen. Nehme ich doch mal stark an. Oh, wo ist er denn? Sprich mit Wojciech. Ach, der schläft tatsächlich. Hä? Dorfbewohner? Müllersmarkt? Wo habt ihr Wojciech? Schläft er irgendwo da oben? Es ist doch noch gar nicht so spät. Wenn man hier mal guckt. 21 Uhr. Ja, okay, die haben natürlich ein anstrengendes Leben. Das kennt man. Von daher muss man da auch zeitig ins Bett gehen. Ich möchte jetzt aber nicht schlafen, weil sonst ist natürlich der Zossen dann weg. Guck mal, wer da hinten steht. Hallo, Burak. Unser Pferdchen ist auch da. Sehr schön. Ach, da schläft er. Okay, wir reden mal mit ihm. Aha, kann man sogar wecken. Das ist ja schön. Ich habe das Pferd. Ich habe dein Pferd. Ausgezeichnet, Heinrich. Genau so eines wollte ich haben. Da hast du dein Geld. Und ich mein Ross. Na, das ist doch mal cool. 300 Groschen? Echt jetzt? Was ist das denn für ein Knauser? Jetzt gucken wir mal aber... Gott segne was dich. Hat er jetzt an Geld? Das kann ich für dich tun. Das werden wir jetzt gleich mal gucken. Gestohlene Ware. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzer... Ich glaube, der hatte gar nicht mehr. Deswegen... Ja, jetzt ist er hier wieder bei Null. Okay, wir haben 4-6. Dann würde ich sagen, wir düsen mal zurück nach Pribislavitz. Und gucken mal, was wir da noch in der Kiste haben. Das können wir aber ohne Pferdchen machen. Da müssen wir einfach zack, zack, zack hier rauf. Und natürlich wieder Schnellreise. Und das könnte tatsächlich dazu führen, dass wir natürlich überfallen werden. Es ist nachts. Und ja, ist eine relativ lange Strecke. Auch eine relativ einsame. Dann sieht man wieder nichts. Weil ich kann nicht kämpfen mit einer Fackel, weil ich dann das Schild nicht halten kann. Das ist ein bisschen doof. Oh, was übrigens auch noch ist, was ich rausgefunden habe. Man kann nicht alle Gebäude bauen. Man muss da teilweise ein Entweder-Oder-Dingens machen. Entweder eine Bäckerei oder eine Fleischerei. Beides geht nicht. Entweder ein Wachhaus oder... Was war's? Irgendwie was anderes. Aber ja, ist halt ein bisschen schade, weil ich würde schon gerne alles bauen, muss ich sagen. Auf der anderen Seite... Ja, wir bauen jetzt eine Bäckerei, wenn wir können, weil der Punkt ist halt, dass wir eben Bienenstöcke haben. Aha, da haben wir den Überfall. So. Ja, es ist stockfinster. Ich sehe überhaupt nichts. Oh, Moment. Ich müsste... Jetzt kann ich nicht speichern, weil jetzt habe ich natürlich... Ich muss jetzt ganz arg darauf aufpassen, dass wir hier nicht auf den Sack kriegen, weil das wäre ganz fatal. Ich habe nicht gespeichert. Ich weiß gar nicht, hat es automatisch gespeichert? Das könnte noch sein. So, nicht labern. Den hier besiegen. Okay, haben wir den schon? Den haben wir schon. Wo ist der andere? Hier unten. Der ist relativ fit hier. Ich bin aber auch gerade ein bisschen nervös, muss ich sagen, weil ich wirklich Angst davor habe, hier zu verlieren. Und dann wäre das mit dem Pferd nämlich auch weg. So, ich glaube, den haben wir auch fertig. Okay, ist hier noch irgendwo einer mit Pfeil und Bogen oder ist der geflohen? So, wir wechseln mal zur Fackel. Wird da auch was sehen? Na, wo ist sie? Nochmal eins drücken. Ne, dann nimmt er ja wieder Kollege Schwert. Ich brauche das hier. Waffen. Einmal Fackel. So, Energie 81. Das heißt, wir müssten nicht zwingend schlafen gehen. Wir haben eh wieder nichts dabei. Das lohnt sich fast nicht zu gucken. Da. Lauter Gelumpe, was kein Mensch brauchen kann. Wie sieht's beim Kollegen aus? Wo habe ich den jetzt wieder hingeworfen? Man sollte nicht so schludrig mit seinen Gefallen. Ich höre doch noch Pfeile. Man sollte nicht so schludrig mit seinen Feinden umgehen. Nachher findet man die wieder nicht mehr. Aber eben auf der anderen Seite, wie gesagt, ist eigentlich egal, weil ach, die haben eh kein Geld. Und wir sind auch nicht mehr im Kampf. Also, das heißt, wir können hier die Schnellreise wieder aktivieren. Wir sind eh gleich da. Er muss da noch einmal um die Kurve. Da er ja aus unerklärlichen Gründen nicht querfällt. Ach, noch einer. Nee, den ignorieren wir. Weil das bringt einfach zu wenig an Geld. Wir wollen jetzt schauen... Hier oben, was in unserer Kiste drin ist. Da können wir aber eigentlich Burak wieder mitnehmen. Ja. So, Galopp. Und eigentlich Kollege Schwert könnten wir wegstecken. Nicht, dass wir hier dann irgendwie plötzlich Ärger bekommen. Mal gucken, ob wir dann bald mal wieder richten können. Das fand ich klasse. Ich finde diese Quests relativ cool. Hallöchen. Von wegen willkommen, Heinrich. Jawohl, da sind wir wieder zu Hause. Wir gehen natürlich auch schlafen, das machen wir gleich. Aber jetzt erst den Blick in die Kiste werfen hier. Was haben wir hier drin?
600, ja, das ist natürlich nicht mehr wirklich viel. Moment, sonstiges, da sind die Groschen, 4, 6. Die verschieben wir mal. Und zwar alles, damit wir auch wieder Geld haben, um eben hier die laufenden Kosten zu decken. Okay, gut. Wo schlafen wir eigentlich? Hier drin, glaube ich, können wir schlafen, genau. Bei Marius. Legen wir uns mal hin und warten den nächsten Tag ab. Und ich gucke dann nochmal. Oh, das ist tatsächlich schon 4 Uhr. Okay, wir schlafen mal bis, sagen wir mal, 10. Und dann muss ich gucken, eben, nee, die Bäckerei 4-2, das macht keinen Sinn. Wir brauchen erstmal wirklich Geld noch, um die laufenden Kosten zu decken. Denn das ist zu heiß. Wenn die Kiste leer ist, ist sie leer. Das heißt, wir machen jetzt noch einmal irgendwie so einen Rundgang zu den, zu den Müllern, zu den Hehlern. Dann müssten wir genug Geld haben, dass wir wirklich eben beides machen können. Also, dass wir die Bäckerei bauen können und dann eben unsere Bienenstöcke entsprechend auch was abwerfen. Moment, wo war die Fackel? Die kommt weg. Ich hätte gerne mein Schild. So, dann passt das wieder. Und dass wir eben auch die laufenden Kosten decken können. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ja, wir essen mal einen Happen. So, frühmorgens. Und jetzt nochmal kurz in die Kiste gucken, wie das hier mit dem Gesamtvermögen aussieht. Das werde ich auch im Buch drin sehen. Ist mir klar. Hier müsste ich gucken. Nee, doch nicht. Moment, wir machen es tatsächlich mit dem Buch. Das ist, glaube ich, einfacher. Also, Ausgaben 3,50 haben wir hier pro Tag. Okay, und die Einnahmen. Moment, Zusammenfassung. Ja, die Einnahmen sind oben. Die Bienenstöcke geben ein bisschen was. Okay, also die 3,50 müssen wir bezahlen. Und wir haben 4.900. Also die Bäckerei würde funktionieren. Dann hätten wir noch 6.700 und das ist mir zu wenig, weil das reicht nur für 2 Tage. Deswegen machen wir das tatsächlich so, dass wir jetzt nochmal kurz zurückdüsen. Es bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, wenn wir diese Bäckerei machen wollen. Das heißt, wir drücken wieder M. Es ist ein Hin und Her. So, und düsen hierher zurück. In der Hoffnung, dass Kollege Pesci, jetzt geht's wieder nicht, jetzt, dass Kollege Pesci auch wieder ein bisschen Geld hat. Und ich überlege mir gerade, ob ich das vielleicht irgendwie dann im Off jeweils mache. Also, dass ich das gar nicht mit in die Aufnahme reinnehme. Das Problem ist nur, das ist halt ein Teil des DLCs, dieses immer wieder zurückreisen und immer wieder überfallen werden. Deswegen, ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich rausnehmen sollten. Du hast doch bestimmt nichts gegen etwas. Na? Oh, der schlägt hier aber ordentlich zu, der Kollege. Oh, habe ich eigentlich gespeichert? Nicht, dass wir einfach jetzt das Problem dann haben. Oh. Ich flüchte mal. So, weil das ist zu heiß. Das ist definitiv zu heiß. Oh! Come on! Wow, was ist das denn? Nein! Warum habe ich denn auch nicht gespeichert? Wie doof kann man denn sein? So, den hätten wir mal weg. Und den sollten wir eigentlich auch wegkriegen. So, hat wieder nicht geklappt mit dem Konton, leider. Haben wir da unten noch einen? Ich glaube, ja. Kannst du nicht mehr? Doch. Wischen geht noch. So, dieses Konton, es ist halt... Einmal funktioniert es, einmal funktioniert es nicht. In der Regel funktioniert es eben leider nicht. Der ist hier relativ fit. Eigentlich habe ich geschlagen. Was soll das denn? Kollege. So, jetzt erwischt. Gleich nochmal nachliefern. Ist das nochmal einer hier? Wie viele haben wir denn von denen? So, jetzt hat es geklappt. Und gleich nochmal zustechen. Okay, der ist weg. Ich höre doch noch jemanden. Oh, wir sind aber angeschlagen. Jetzt müssen wir schon wieder ins Badehaus. Was für ein Elend. Na, ist der weg? Mal gucken. Hast du wenigstens was dabei? Dann hat es sich wenigstens ein bisschen gelohnt. Nein, ein paar Groschen. Die interessieren eigentlich fast niemanden. Okay. Und die Schwerter sind weg. Es ist nichts dabei. Aha, eigentlich sind wir nicht mehr im Kampf. Aber was bist du denn hier für einer? Hallo, Kollege. Wir reden mal mit dem. Oh, ach, das ist eine Falle. Okay, alles klar. Alles klar. Oh, ich habe wieder nicht gespeichert. Oh. So, aber der ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ja, der ist weg. Was hast du hier für eine Waffe? Ein Spalter brauchen wir nicht. Hast ein paar Groschen, dann nehmen wir die mit. Und den anderen, der da sitzt, den knöpfe ich mir jetzt auch mal gleich noch kurz vor. Oder kommen dann immer wieder neue? Spawn die? Oder ist der jetzt auch weg? Ne, jetzt ist er weg.
Okay, kann sein, dass ich blute. Verletzter rechter Arm. Ja, wir müssen ins Badehaus. Es hilft nichts. Okay, Map, wo haben wir ein Badehaus? In Rovna haben wir keines. Hier unten. Haben wir hier irgendwo ein Badehaus? Nö. In Thalenberg haben wir eins. Hier hinten. Also Thalenberg ansteuern. Und Escape drücken, falls wieder ein Überfall ist. Wir sind zu verletzt. Es macht halt Spaß, diese Überfälle. Definitiv. Aber sie bringen uns finanziell halt überhaupt nichts. Eben diese 12 Groschen. Nee, was haben wir denn damit? Damit kann man beim besten Willen gar nichts anstellen. So, wir sind da, glaube ich, eh schon in der Nähe vom Badehaus. Ja, weit ist es nicht mehr. Und Thalenberg ist halt immer wieder ein Besuch wert. Gefällt mir eh. Sehr, sehr gut. Ach, guck an, jetzt sind wir eh wieder gesund. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich dachte, wir müssen nochmal ins Badehaus, aber in dem Fall können wir uns das schenken. Wenn wir da unten gucken, oder ist noch was verletzt? Nee, wir sind wundersam wieder in Form gekommen. Gar nicht schlecht. Aber wie hat das funktioniert? Weil wir waren ja doch relativ arg verletzt. Finde ich interessant. Naja gut, wie auch immer, ist er jetzt auch Wurst. Wir düsen jetzt, Moment, noch hier unten hin und verkaufen wieder ein paar Sachen. Und das machen wir aber in der nächsten Folge, würde ich vorschlagen. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir nähern uns der Bäckerei an, die dann in Pribislavitz entstehen wird, würde ich mal sagen. Danke fürs Zugucken. Bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss.